Wenn du Interesse hast an Arbeitsrecht, an Grundlagen, Personalwesen, an Personaladministration, an Kommunikation und Gehaltswesen, dann bist du beim Sachbearbeiter Personalwesen richtig. Also, ich denke, wichtig ist ja mal, dass man in diesem Lehrgang, wenn der ein Jahr geht, dass man einmal die Grundlagen kennt. Wie tut man sich in diesem Rahmen bewegen? Wo kennt man und weiss man, wo man muss nachschlagen muss im gesetzlichen Bereich? Es ist sehr umfassend und sehr ein breites Feld. Jeder Tag ist anders. Es kommen jeden Tag andere Ansprüche auf einen zu, die man auch nicht immer gerade lösen kann. Und das ist wichtig, dass man weiss, wo kann man Unterstützung holen, wo kann man nachlesen, in den Gesetzen, in den Reglementen oder, ja, oder eben bei einem Kollegen mal Informationen einholen. Und das ist HR, dass man halt wirklich die Leute beraten, betreuen, im gesetzlichen Rahmen rein, wo uns halt auch als HR-Fachleute auszeichnen. Die Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, ist sehr flächendeckend. Also es tut wirklich sehr viel Wissen abdecken, das du nachher in deinem Bereich kannst brauchen kannst. Wie setze ich zum Beispiel auch Prioritäten richtig? Wie kann ich eine gute Struktur reinbringen? Mein Zeitmanagement im Griff haben? Das sind sehr wichtige Sachen, die ich in diesem Studiengang gelernt habe, die mir auch Spass gemacht haben und mich auch wirklich weitergebracht haben und ich effizient probiere umzusetzen jetzt. Es ist eben das Vielseitige und wie man das auch kreativ überbringen. Ich denke, das ist ganz ein guter Start, wenn man ins Personalwesen eintreten will. Aber es ist wirklich eine Basic-Ausbildung. Wenn man will, zu einem HR-Spezialist weiterkommen oder das anstrebt, dann ist es halt wichtig, dass man die Finesse und das vertiefte Wissen sich nachher dann auch weiter aneignen. Jeder Job tut sich heute verändern und darum ist es wirklich auch wichtig, dass man sich weiterbildet, respektive auch vorausschauen, oder? Ich meine, was ist in 5, 10, 15 Jahren? Und das ist einfach so wichtig, dass man entsprechend sich vorbereitet auf die Zukunft. Am Schluss, als ich dann so zu Hause gesessen bin und mein Diplom in der Hand konnte halten, bin ich einfach sehr stolz auf mich und habe wirklich sagen, es ist eine Ausbildung, wo du eine gute Basis hast, um darauf aufzubauen und auch sicher einfach kannst loslegen beim Arbeiten.